uns heute mal Döner selber gemacht in unserer neuen Gourmet-Max Heißluftfritteuse. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal, wie es gemacht wird. Geht ganz einfach. Und schnell. Und schnell. Wir wollen uns heute mal einen Dönerspieß selber machen. Und dafür habe ich eine Heißluftfritteuse von Gourmet-Max. Da habe ich so ein Teil mit dazu. Da kann man solche, naja, also ein Spieß, wo man diese Dinger damit drauf machen kann. Und eigentlich ist hier so eine Halterung für die Schraube. Aber ich habe festgestellt, es hält auch, wenn man das jetzt nicht da reinmacht und die Schraube festdreht, ist es trotzdem fest. Also kann man in der Größe variieren, wenn wir uns jetzt da einen Dönerspieß machen wollen. Eigentlich ist diese Teil, um da Schaschlikspieße festzumachen. Halt so rum, die werden hier so reingesteckt und hier so festgemacht. Aber wir machen damit heute unseren Döner und spießen uns da jetzt unser Fleisch auf, was wir vorbereitet haben. Wir haben uns da jetzt Schweinefleisch vorbereitet, am Tag vorher schon mal eingelegt in Öl und in Gyros-Gewürz. Und das muss jetzt hier alles schön drauf geschichtet werden. Fleisch haben wir jetzt schon so in Stücken geschnitten, das ist einfach nur Schnitzelfleisch. Das haben wir uns so in Stücken geschnitten, dass es drauf passt auf den Spieß, dass es nicht zu groß wird. Jetzt muss das ganze Öl, wo wir das eingelegt haben, mit den Gewürzen ein bisschen abtropfen. Wir wollen ja weniger Öl haben, als man sonst hat. Und dass es nicht alles so runterläuft und runtertroppelt, mache ich jetzt hier erstmal ein bisschen wieder was runter. So, und lasse es ein bisschen abtropfen. So, und jetzt müssen wir das ja auf den Spieß hier drauf kriegen. Also mache ich mir in der Mitte einen kleinen Schnitt. Das Spießdruck so durch. Meinst du? Ja, Spießdruck so. Also, so, dann können wir das Fleisch hier nach und nach. Naja. Nee, das geht nicht so einfach, als wenn ich da jetzt einen kleinen Schnitt dran mache. Das Fleisch hier nach und nach drauf machen. Also, ich brauche noch zwei Hände dazu. Kleinen Schnitt. Los, Schnitt. Und dann da drauf. So. Ach, dann lass es doch da stehen. Ja, sieht so aus, als wenn das da am besten geht. Kleinen Schnitt in der Mitte. Und dann drauf da. Passt, weil naja, muss ich das erstmal ausprobieren. Wir haben eine Teil ja nur gerade erst neu. Das war nicht zu ausprobieren. Aber einen Dönerspieß selber machen, das wollte ich schon immer mal. Das ärgert mich wie verrückt, dass man bei uns Döner bekommt, die mehr aus Gehacktes sind als aus Fleisch. Wenn man das sieht in Berlin oder was weiß ich, da sind die Dönerspieße aus Fleisch und uns verarscht man hier mit dem gleichen Preis mit Hackfleisch. Also, nee. Böse, böse. Ja, finde ich doof. So sieht dann jetzt unser fertiger Dönerspieß aus. Alles nur Fleisch vom Feinsten, ganz mager. Ich mag das immer mager. Man kann natürlich ein bisschen fetthaltigeres Fleisch nehmen. Jetzt muss das Oberteil noch drauf gemacht werden. Dafür muss ich mir erstmal die Hände waschen. So ein Dönerspieß lohnt sich eigentlich nur, wenn man, was weiß ich, ein bisschen Besuch hat. Für zwei Personen ist das ja nicht so einfach. Wir haben jetzt hier circa ein Kilo Fleisch drauf. Also können auch 800 Gramm sein. Jetzt muss man das obere Teil hier wieder, also ist ja eigentlich links und rechts, jetzt ist es hier gerade das obere Teil, drauf schieben. Diese Teile sind eckig, also muss man das genau so hinkriegen, dass das dahin passt. Und dann ist da eine Stelle mit einer Schraube, wird die Stelle ausgesucht hier, die Schraube da angepasst und festgezogen. Hier ist die Schraube jetzt endlich da mal, wo sie hingehört. Da müssen wir das festziehen, damit das Fleisch nicht hin und her rutschen kann. Anziehen und dann hat man seinen kleinen Dönerspieß für 2 bis 5 Personen fertig. Und jetzt kommt das bloß noch in die Fritteuse oder in den Heißluftofen rein. So, da gibt es jetzt hier eine Vorrichtung. Auf der linken Seite hier ist ein Loch und auf der rechten Seite ist ein Häkchen, wo das rein muss. Wenn man das jetzt ein, zwei Mal gemacht hat, dann geht das wohl. Man muss das erstmal ausprobieren, wie es richtig hin muss. Jetzt ist es drin und dann kann das Teil auch gedreht werden. Also es muss richtig in der Verankerung drin sein. Man hört es aber klack und dann ist es drin. Jetzt muss man die Klappe schließen. Man sieht, dass es hier ist das Anzeichen. Jetzt kann man sich aus verschiedenen Programmen aussuchen, was man nehmen möchte. Wir wollen Drehspießfunktion, das ist hier so ein Teil. Komm. Hier noch so. Anmachen. Und erst, dann. Ja, man sollte sich erstmal mit beschäftigen, anmachen, dann leuchten die Teile natürlich auch. Jetzt suchen wir uns Drehspießfunktion raus, schalten an. Jetzt sollte der Drehspieß sich drehen. Er dreht, er dreht, er dreht.
fängt langsam an zu drehen. Dieses Programm ist jetzt auf 30 Minuten voreingestellt, 190 Grad. Man kann jetzt aber die Temperatur noch ändern und die Zeit. Wir lassen es jetzt erstmal 30 Minuten drehen und grillen und werden dann vielleicht nochmal, also ein Kilo sollte ja eigentlich eine Stunde. Dann machen wir es nochmal an oder wir machen das gleich und mal ausprobieren. Temperatur. Ach, kann man hier runterstellen, seht ihr da oben, wir lassen das auf 170? 80. 180. 180 Grad und die Zeit machen wir einfach ein bisschen mehr. 45? Ja, und umso knusprig das haben willst, umso heißer muss es. 45 Minuten. So, ja. Jetzt rollert das da vor sich hin und wird schön knusprig im Braten, hoffe ich. Und wenn noch nicht knusprig genug ist, noch nicht durch ist, kann man dann testen, dann stellt man es halt nochmal an und lässt es noch ein bisschen länger. Unser Fleisch jetzt im Ofen ist, also in der Heißluftfritteuse, machen wir uns noch ein Dressing dazu oder zwei verschiedene, ja, für den Döner, den wir dann machen wollen. Wir nehmen jetzt hier Quark, Mayonnaise, ein bisschen Zitronensaft, die genauen Mengen mache ich euch so ein Rezept unter in die Infobox mit rein, dass ihr da mal seht, wie viel die Mengenverhältnisse sind. Dann Knoblauchzehe, mir das schon mal klein geschnitten. Wir machen eine ganze rein und ein bisschen Petersilie. Ist ja nur ein kleines bisschen Dressing. Dann habe ich hier selbst gemischtes Pommes-Salz, kommt da ein bisschen mit rein. Und noch ein kleiner Schuss Essig. Kleiner Schuss. Ist bei den kleinen Mengen immer ja nicht so einfach. So, das dann alles gut verrühren. Da das ja eine Soße werden soll, mache ich noch einen kleinen Schuss Sahne mit rein, dass es ein bisschen flüssiger wird. Und dann können wir schon gleich mal abschmecken. So, dann haben wir die erste Soße. Ich habe schon mal ein bisschen abgeschmeckt. Ich finde es lecker. Ihr könnt es dann immer nach Geschmack noch ein bisschen entweder salzen oder ein bisschen Zitrone ranmachen. Für mich reicht die erste Soße. Für die zweite Variante, da ist ja immer noch eine rote Soße mit bei, kommt ein bisschen Knoblauch. Bisschen viel. Dann auch wieder Petersilie und sowas kommt immer rein. Petersilie und Schnittlauch könnt ihr euch aussuchen, was ihr nehmen wollt. Dieses Mal nehmen wir Joghurt. 2 Löffel. Ja, ungefähr. Dazu dann auch wieder Mayo. Dann kommt Ketchup dazu. Werder Ketchup. Muss nicht unbedingt Werder Ketchup sein. Ich habe jetzt Werder Ketchup. Ja, aber Hauptsache Ketchup. Dann Paprikapulver. Das soll ja jetzt eine schärfere Soße werden. Habe ich also auch scharfes Paprika dazu. Und angeräuchert. Kann ich euch verlinken, wo ich das her habe. Das kaufe ich immer bei Strader Genussversand. Da kaufe ich dann immer gleich fürs ganze Jahr. So eine Packung reicht. Dann nehme ich dann 2 verschiedene Sorten, mild und scharf. Und dann reicht es ewig. Und hier brauchen wir jetzt ein bisschen Salz, weil wir ja kein Pommesgewürz dran haben. Salz. Und wir machen ein wenig Currypulver mit rein. So, das muss jetzt auch wieder verrührt werden. Und wenn es wieder nicht so eine Soßenkonsistenz hat, einen kleinen Schuss Sahne, aber ich denke mal, das sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. Ich habe jetzt doch noch ein bisschen Sahne zugefügt, das muss man immer sehen, ob die Konsistenz einem so reicht oder nicht. Und wenn es noch nicht richtig rot ist, kann man noch ein bisschen Ketchup mit zumachen. Also, wem das noch nicht ausreicht, an den Geschmack meine ich. Aber so reicht es. Machen wir uns jetzt gleich noch ein bisschen Salat dazu. Dafür nehme ich mir ein bisschen Salatblätter, lege mir die auf meinen Nicer Dicer, dann hat man das immer schön klein geschnitten. Da kommen jetzt eigentlich nur ein bisschen Salat, Tomate und Gurke. Wir brauchen gar nicht so viel, weil wir ja bis 2 Döner machen. Dann ein bisschen Gurke. Schmackes. Tomate. Wir haben unsere Temperatur noch mal auf 190 Grad erhöht, nachdem die 45 Minuten um waren und haben das noch mal, naja, 20 Minuten länger gelassen, damit es wirklich schön knusprig wird. Das, Temperatur und Zeit muss man sich halt ausprobieren.
Unser Teil ist jetzt fertig, jetzt nehmen wir das raus und dann können wir das schon essen. Zack, hat man so das. Einfach. Ganz einfach. Hm? Also wir haben gerade gesagt, wenn das mal nicht lecker ist, das ist jetzt unser kleiner Dönerspieß. Jetzt muss man das natürlich, wie man das gewohnt ist, in kleine Scheibchen schneiden. Ich glaube, da muss mir mein Mann wieder helfen. Mm. Er hatte einfach mehr Kraft als ich. Obwohl man bei den Messern keine Kraft braucht. Und trotzdem muss man da ein bisschen geschick. Bisschen geschick und ein bisschen gucken. Schneid mal. So, jetzt schaut doch mal das richtig schön durch. Wir haben es ja auch lange genug drin gelassen. Also wenn man sich ein bisschen Mühe gibt mit dem, wie lange man was kochen muss oder braten und muss. Und das schmeckt lecker. Wir kaufen nie wieder Döner. Das, also auf keinen Fall. Wenn wir den jetzt noch gefüllt haben, richtig den Döner, glaube ich nicht, dass wir mal jemals irgendwo wieder eine Dönerbohne gehen. Das ist so lecker. Wir wollten das Brötchen machen und vorher schon essen. Ich esse das jetzt auf. Das ist dann jetzt unsere Ausbeute. So sieht es geschnitten aus. Man kann ja nicht aufhören zu essen. Das ist so lecker. Wer selber machen kann, ist ein Vorteil. Echt? Und jetzt haben wir unsere Brötchen zwischendurch schon mal in den Backofen geschoben. Jetzt kommen da die verschiedenen Soßen rein, wie man das gewöhnt ist. Auf der einen Seite die scharfe Soße. Auf der anderen Seite die weiße Soße. Boah, das wird so lecker. Echt. Ihr kauft keine fertigen Döner mehr. Könnt ihr mir glauben. So ein Dönerfuzzi kriegt das ja nicht so hin. Dönerfuzzi. So, jetzt kommt das Fleisch da rein. Nicht erst die Salate? Man kann erst. Die kann man auch drüber machen, das ist ja klein gemuddelt. Ein bisschen Salat reinmachen. Unten. Wir können da ja nicht so viel Salat drin machen, wir schaffen das sonst ja auch nicht. Ja, das stimmt. Dann das Fleisch halt. Nimm dann Löffel. Ja. Oder die Hände. Nimm die Hände, ja. Ist natürlich auch heiß. So, jetzt kann man auch selber bestimmen, wie viel man wovon haben möchte. Ich glaube, das reicht. Na. Noch ein bisschen von den Salat mal durchmischen. Ein bisschen von dem Salat noch dazu. Dass man überall ein bisschen Salat hat, das stört mich nämlich immer bei den fertigen Dönern, dass man Salat oben oder unten hat oder so. Jetzt machen wir hier einfach noch mal ein bisschen Soße. Leute, wenn das nicht... Weil das so lecker ist. Wenn das nicht edel aussieht, ich wieso nicht. Lass du das daneben liegen. So, jetzt mache ich meinen Döner noch fertig. Oder deinen. So, ihr Lieben, ich finde die wirklich lecker. Selber gemacht ist natürlich immer ein Unterschied wie gekauft. Probiert es also ruhig aus mit so einer Heißluftfritteuse, wenn da so eine Funktion mit drin ist für einen Dönerspieß. Also die Gourmet Max kann ich euch nur empfehlen. Sieht wirklich lecker aus. Wir gehen jetzt essen. Und das schmeckt. Probiert es aus. Viel Spaß. Bleibt neugierig. Schaut wieder rein. Wir sehen uns. Jetzt kannst du nicht mehr abwarten. Ihr wird kalt. Oh.